Auf dem Mystic SMP gibt es vier heilige Gems, welche Fähigkeiten haben. Der lilane, welchen ich momentan besitze, kann andere Spieler erblinden lassen und drei Skelette spawnen, welche für mich kämpfen. Aber momentan bin ich Teil einer Gruppe namens die Rote Tulpe. Und unser Ziel ist es, den roten Gem zu bekommen. Und das ist uns sogar so wichtig, dass wir einen Handel eingegangen sind, die lilanen abzugeben und dafür Platin, aka der Besitzer vom Roten, in eine Falle zu locken. Wenn auch nur eine Sache falsch läuft oder er merkt, dass wir irgendwas vorhaben, könnte die ganze Mission ins Wasser fallen. Ach, was rede ich da? Es ist klar, dass es nie nach Plan läuft. It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. Misunderstood. It was always me versus me. It was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job. Just how I should. Jungs, nice. Ich habe eine Tulpe gebaut. Ich habe die rote Tulpe, Jungs. Du hast die Tulpe gebaut? Die sieht übel nice aus. Warte, seid ihr beim Turm? Guck mal, vom Turm aus könnte man die theoretisch sehen. Im Crossbow? Das ist krass. Ja, ja. Das ist krass. Crossbow und Leuchtpfeiler. Marco Chaco ist online. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal mit Marco Chaco alles abklären. Hello, hello. Moin. Ich möchte meinen lila Gem haben. Wir wollen ihm eine Palle stellen. Wo machen wir das? Ja, ich glaube, Stronghold wäre ganz gut, weil da waren wir schon zusammen. Und wir haben ja mit dem Ende sehr, drin. Sehr, sehr nice. True. Sehr, sehr gut. Wird ja nicht suspekten. Stimmt, wir waren ja alle noch gar nicht da. Stimmt, Stark. Ja. Ich habe auch die Koordinaten, kann ich euch bei Discord schicken. Aber wir müssen halt echt aufpassen, dass er nicht joint, wenn wir halt beim Fortress sind, beim Stronghold. Sonst sieht er ja, dass wir dieses Achievement haben. Oh, da war es. Ja, gut, er ist ja noch nicht online. Also von daher. Wenn wir zum Stronghold gehen, habe ich auch schon eine übelst nice Idee. Im Stream hat mir jemand erzählt, es gibt eine Falle mit Dripstone. Du lässt theoretisch einfach den Dripstone in das Endportal fallen und jeder, der halt danach durchgeht, ist einfach instant down. Also man kann nichts machen. Deswegen, wer testet die aus? Der Erste, der die austestet, ist ja natürlich Platin. Ja, aber was, wenn sie nicht funktioniert? Wenn es nicht funktioniert, dann ist es so. Funktioniert schon. Dann gehen wir einfach hinterher und der und 3 gegen 1. Das ist ja easy peasy. Ja, ja, okay, okay. Das Ding ist, wir brauchen halt Dripstone. Wir brauchen einen langen Weg nach unten mit Wasser und Obsidian. Okay, ich nehme mir das Obsidian. Tubert holt die Dripstone. Dann gehen wir zum Stronghold. Perfekt. Meine Aufgabe war es also, Dripstone zu holen, damit die Falle funktionieren kann. Und nachdem ich genug rangeholt habe, war es Zeit, sich auf den Weg zu machen. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg zurück. Oh, ich muss ehrlich sagen, Leute, ich bin richtig doll aufgeregt. Ja, ich öfter, wenn Leute mit mir aufnehmen. Ich zitter schon. Hallöchen, Jungs, ich bin da. Kannst du mal ganz kurz den Gem zeigen, wie der nochmal funktioniert? Ja, funktioniert, ja klar, hier. Oh. Aua. Aua. Ich hoffe, dass Marco ihm aber nichts verrät. Ach, wird er nicht. Der will doch unbedingt den lilanen Gem haben. Ich meine, ja, stimmt, ja. Das kriegt er ihn halt nicht, ne? Okay, wir müssen eigentlich nur geradeaus. Nur geradeaus? Oh, ich bin woanders lang gefahren. Und jetzt geht es 2000 Blöcke in eine Richtung. Warte mal ganz kurz, eine Sekunde. Ja. Hier ist eine Chest. Er lootet erstmal. Wir haben keine Zeit dafür. Komm. Ich glaube, die könnte jeden Moment hier sein und er fängt an zu farmen. Okay, warte, weiter geht's. Ich lasse einfach stehen. Okay. Nee, nimm die Boote auf jeden Fall mit. Ja? Stimmt, dann sieht er, dass wir hier waren. Oh, das wäre zu dangerous. Aha, da hat sich jemand runtergebaut. Okay, wir haben alle das Achievement bekommen. Hops. Okay, wo? Hast du schon? Yes, ich höre dich. Komme. Ich bin da. Nee, was ist das hier? Hä? Ja, ach, hier. Moin. Oh, moin. Wo ist der Schmuck? Okay. Hier? Was ist denn hier passiert? Ja. Betten platzieren und einmal ins End. Ja. Okay. Respawn Point Set. So, passt. Und kurz mal rein. Nicht, dass sie eine Falle gebaut haben. Okay, tut mir leid. Oh, doch, das Ende. Oh, ein Glück haben wir das gemacht, Leute. Ist es sicher? Okay. Ja, ja. Komm rein. Bitte schubst euch nicht. Okay. Oh, irgendwer hat den Enderman angegriffen. Enderman ist runtergefallen. Das verschwindet alles wieder. Das bringt uns nichts. Wir müssen eins weiter außen machen. Das despawnt auch wieder, wenn hier jemand reinkommt. Ah, stimmt. In der Hände schwitzen, weil ich habe das Gefühl, ich fahre hier jeden Moment runter. Ja, ich auch. Oh, das ist so dangerous. Wenn wir jetzt zurück da reinspringen, sollten wir wieder da sein. Und jetzt kann es an die Falle gehen. Aber davor will ich den anderen beiden noch einen kleinen Schreck einjagen. Jungs, ich habe das Dripstone vergessen. Spaß. Oh, Junge, mein Herz, Bro. Wie er mich anguckt. Er sagt nichts und guckt mich an. Spaß. Mein Herz, Alter. Hier. Und vorne. Und hier eins. Ja, und am besten den Boden auch. Siehst du hier? Den Boden müssen wir... Ja, das kann er sicher runterbauen. Ja, so. Genau. Perfekt. Perfekt. Okay, wollen wir Marco Chaco Bescheid geben, dass er sich schon mal auf den Weg macht? Ja, wie sie funktioniert. Ich tue jetzt ein paar Dripstones hier platzieren und mache einfach den obersten kaputt. Das fällt jetzt in den ins Portal im End und da lädt es halt nicht, weil keiner im End ist. Und sobald jemand reingeht, lädt dieser Chunk und, weißt du, dieses Dripstone ist noch am Fallen. Und dieser ganze Damage
ja, wird dann halt auf ihn übertragen. Also seid ihr ready, Leute? Ja! Ganz, ganz wichtig, ich habe dir den Eingang beim Portal mit einem bisschen Cobblestone markiert. Also da müsst ihr, genau da musst du runter. Du musst einfach nur hier runterspringen und früh genug rauskommen. Jetzt haben die beiden sich auf den Weg gemacht und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sie ankommen würden. Und das Einzige, was wir machen mussten, ist warten. Das wird richtig episch. Wenn er kommt, sieht er das ja nicht und dann sagen wir... Also, sieht er nicht, würde ich jetzt nicht behaupten. Shit! Oh! Nein. Wo kam denn der her? Sorry, das war mein Zauberpfeil. Los! Hallo! Hallo! Digga, ist das ein Joke jetzt hier? Nee, eigentlich ist das kein Joke mäßig. Wenn ich du wäre, würde ich mich nicht allzu viel vom Fleck bewegen, weil hinter dir siehst du ja das Portal, wo du bestimmt schon mal drin warst. Aber sobald du reingehst, bist du direkt down. Deswegen, down? Versuch's nicht. Probier's einfach nicht aus, okay? Digga, was geht hier gerade ab? Einmal ganz... Ist das ein Joke oder so? Platin, guck mal kurz her. Ich zeig dir was wir haben wollen. Eine Blume. Ich hab's dir gesagt! Ich dachte, das wäre so episch. Den roten Gem wollt ihr haben, oder was? Wieder Oh ja. Aber zu dir kommen wir gleich nochmal. Tubet, ich glaube, du hast davor was zu erledigen. Marco? Tubet? Danke für deine Dienste. Und viel Spaß damit. Das ist nicht dein Ernst. Ey, Platin, du bist so ein Süßer. Das ist nicht dein Ernst. Wir sehen uns dann. Ja. Tubet Game und das ist einfach symbolisch. So, der Deal ist vollbracht. Wir sehen uns. Ciao. Bitte, Platin, das kann man irgendwie anders klären. Platin, hör mir mal ganz kurz zu. Du kannst uns den Roten einfach abgeben. Das ist gar kein Thema für dich. Ich verspreche dir, wir werden dich leben lassen und alles wird in Ordnung sein. Wir können über alles reden, oder? Ich drück einmal Linksklick, du fällst nach hinten ins Portal und bist in 0, nichts weg und wir haben trotzdem den Smaragd. Das ist jetzt ein Prank, oder? No. Das kann nicht sein. Sehe ich aus, als würde ich einen Prank machen. Das ist ja das Problem. 10. Nee, nicht runterzählen. 8. 7. 7. Nee. 6. Ich seh dir doch nicht ab. Was kann das denn? Was ist das jetzt? Haltet eure Schilder rein. Nicht, dass er sein Schleuderding macht. 3. 2. 1. Nein. Los. Oh mein Gott, warum lebt er? Hinterher. Warum lebt er? Du hast ihn geschubst. Wir müssen hinterher. Schau rein. Warum lebst du? Hä? Was ist das hier? Hol ihn euch. Stark! Warte, wo ist der Rote? Nein, der Rote ist weg. Nein! Da hier ist er. Der ist safe runtergefallen. Davon ist er. No way! Let's go! Wir haben ihn! Alter, Bro, ich dachte wirklich für eine Sekunde, er wäre runtergefallen. Das ist crazy. Halber Herzinfarkt, ganze Arbeit dann für nichts. Warum hat es nicht funktioniert? Ich hab sie im Singleplayer ausprobiert, aber es ist nichts passiert. Okay, jetzt haben wir aber ein Problemchen. Was denn? Was? Hä? Wow. Bro, okay, hallo! Was ist dein Problem? Rikarte, ja, rede mit mir! Ich hab's doch gesagt! Jeder, der den Roten hat, wird von mir gejagt! Doch das ist noch nicht das Ende meiner Geschichte. In dieser Welt bringt es nichts, den Helden zu spielen. Am Ende des Tages ist man auf sich alleine gestellt, wie so oft im Leben. Durch die Auflösung der Roten Tulpe hat eine neue Ära begonnen. Eine Ära der Täuschung und des Verrats. Aber hey, was soll ich sagen? Ich hab's nicht anders erwartet. Darf ich vorstellen, das ist der Mystic SMP.